Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, mit einem neuen Vorstellungsvideo, kurz und knapp. Und zwar, ich habe von Seagate eine 1 Terabyte SSD-Festplatte, ihr seht da schon den Controller, dass er für Konsolen geeignet ist, oder steht hier auch irgendwo drauf, vor PlayStation steht hier drauf, SSHD. Eine 1 Terabyte SATA-Festplatte, PS3 und PS4. Seht ihr das? Ja. Die habe ich jetzt für, glaube, 4 Wochen zum Testen. Nur ist mein Problem, testen, ich habe schon eine SSHD in meiner PlayStation 3, eine 1 Terabyte. Ich wollte eigentlich, weil die haben mir gefragt und ich habe gesagt, ja, ich würde gerne testen und mal so ein bisschen Speedtest und so zu machen. Ich bräuchte aber denn eine 2 Terabyte, weil die gibt es in 1 Terabyte und in 2 Terabyte. Und ich bräuchte denn eine 2 Terabyte, weil in meiner PlayStation 3 ist schon eine 1 Terabyte drinne und in der PS4 auch eine 2 Terabyte. Und dann haben sie mir jetzt eine 1 Terabyte geschickt. Was jetzt ein bisschen von Nachteil ist, weil dazu habe ich ja schon ein Video gemacht. Deswegen stelle ich euch die jetzt nur mal so vor im Karton. Ich packe die auch gleich aus mit euch. Und kann euch so schon sagen, weil ich ja eine SSHD erst in der PlayStation 4 hatte, dann in der PlayStation 3, wo in die PlayStation 4 dann halt die 2 Terabyte Platte gekommen ist. Und muss echt sagen, von Geschwindigkeit ist die echt toll. Die ist schneller als die interne Platte, die vorher drin war. Die PlayStation regelt sowieso runter. Also eine reine SSD braucht ihr da eigentlich gar nicht reinsetzen in die PlayStation 3 oder 4, weil die PlayStation regelt das so oder so runter. Also da habt ihr nicht viel davon. Da ist denn die SSHD die billigere Variante. Aber auf jeden Fall schneller als normale HDD ist auf jeden Fall. So, ich werde das mal mit euch auspacken. Ich habe das schon mal aufgehabt. Dass ihr mal seht, wie die denn bei euch ankommt. Da ist denn hier oben so ein schwarzes Pinöpel. Können wir denn so rausziehen. Ja, dann haben wir hier unten noch so ein schwarzes Pinöpel drin. So. Und hier ist die Festplatte drinne. Die werde ich auch mal kurz aufmachen, damit ihr das seht. So. Und das ist eine Laptop SSHD 1000 GB Festplatte. So, seht ihr das? Ja. Ich werde euch auf jeden Fall das Einbauvideo für die PlayStation 3 und beide Einbauvideos für die PlayStation 4 in der Infokarte oben verlinken. Da könnt ihr mal nachgucken. Ich werde mal die Speedtests raussuchen und euch auch die Speedtests verlinken. Ich mache demnächst auch wieder einen neuen Speedtest, weil meine 2 Terabyte ist jetzt langsam voll in der PlayStation 4. Und da werde ich dann jetzt demnächst nochmal einen Speedtest machen, wenn sie komplett voll ist. Gefühlt kann ich euch da schon zu sagen, dass es nicht großartig ein Unterschied ist, ob sie voll oder leer ist. Also ich habe jetzt, wie gesagt, etliche Spiele drauf und die Spiele starten immer noch genauso schnell wie am Anfang. Die hat sich alle Dude eingespielt. Also ich bin da echt sehr positiv überrascht. Und ich kenne ja meine Ladezeiten und ich kenne auch Kumpels, die eine Toshiba-Festplatte verbaut haben oder eine Western-Digital-Festplatte verbaut haben. Die 2 Terabyte zum Beispiel, die ich in der PlayStation 4 drin habe, ist keine SSHD, aber kommt von der Geschwindigkeit kurioserweise fast, also mit manchen Sachen exakt dran, bei manchen Sachen fast an die SSHD ran. Also die ist von, so von Geschwindigkeit, was ich von Freunden weiß, wenn die PlayStation startet, die haben denn, ich weiß ja nicht, was haben die denn drinne, der eine hat eine Western drinne, wo ich jetzt drauf anspielen will, also sagen will, was mit dem ich das bequatscht hatte, mit dem hatte ich das auch getestet und der hat auch mein Video sich angeguckt und hat dann nach meinem Video die gleichen Sachen mal bei sich gestartet und die PlayStation dauert länger, um anzugehen bei ihm. Die Spiele, die ich hier startet habe, dauern bei ihm auch länger.
im Ruhemodus, also wenn nichts an ist, also die PlayStation ganz normal an ist, also nicht im Ruhemodus, ganz normal an ist, kein Spiel im Hintergrund läuft, geht sie schneller aus als bei mir. Aber auch das war nur in zwei Mal. Die hat es dreimal getestet, in Mal war es schneller und danach eigentlich fast gleich. Wenn ein Spiel im Hintergrund läuft, ist meine auch schneller. Also das weiß ich von Western Digital. Ich weiß jetzt nicht, welche Western Digital er drin hat. Und bei der Toshiba-Platte weiß ich auch nicht, welche Toshiba-Platte da genau verbaut ist. Ich weiß nur Toshiba und Western Digital und dass da die Speed-Werte definitiv schlechter sind als bei der SSHD. Und ich bleibe definitiv bei Seagate, weil ich bin damit sehr zufrieden. Die läuft in der PlayStation 3, in der PlayStation 4 laufen die richtig klasse. Entschuldigung, Frosch im Hals. Läuft wie Schmitz Katze, ist leise. Also ich kann mich da echt nicht beschweren, bin rundum glücklich. Ich werde, wie gesagt, ich werde euch die Links mal in die Videobeschreibung packen zum Einbau in der PlayStation 3, in den Einbau in die PlayStation 4 und die Speedtests. Werde ich euch alle verlinken, könnt da mal reingucken. Wenn ihr das hilfreich fandet, einen Daumen hoch wäre nicht schlecht. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach unten in die in die Kommentare posten. Ich werde dann so schnell wie möglich antworten. Jetzt geht langsam meine Stimme weg. Ich bin halt noch nicht ganz auf dem Damm. Ich verabschiede mich jetzt. Ahoi, sagt euer Odin.